Dann möchte ich dich bitten, dass du dich mal entspannst, dir vielleicht Handy abschaltest oder eine Tür zumachst, damit du so richtig in die Ruhe kommen kannst. Erlaube dir, diese Zeit ganz für dich zu haben. Du bist es dir wert. Und du spürst, wie du ein bisschen ruhiger wirst. Wenn es dir angenehm ist, dann schließ doch bitte deine Augen. Mit dem Augenschließen richten wir unsere Energie von dem Äußeren auf unser Inneres. Und mit jedem Einatmen spürst du, wie der Atem durch deine Nase in deinen unteren Bauch fließt. Mit jedem Ausatmen spürst du, wie du Stress und Unruhe loslässt. Und mit jedem Atemzug wirst du ein bisschen ruhiger. Noch gelassener. Du spürst, wie ein innerer Frieden einkehrt. Du erlaubst dir, dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren. Bitte richte deine sanfte Aufmerksamkeit auf dein eigenes Herz. Das Herz ist immer für dich da. Es schlägt unermüdlich, egal in welcher Stimmung du bist, egal ob du auf dein Herz achtest oder nicht. Manchmal achten wir auf unser Herz vom körperlichen Standpunkt aus. Wir bewegen uns ausreichend und wir essen gesund, damit unser Herz stark und kraftvoll bleibt. Aber heute möchten wir uns auf unser Herz vom emotionalen Standpunkt her fokussieren. Das Herz trinkt all unsere Erfahrungen, all unsere Emotionen mit sich mit. Und wir erlauben uns jetzt, uns auf unser Herz zu fokussieren, um die Emotionen, die uns nicht mehr dienen, loszulassen und aufzulösen. Und du kannst dir dabei dein Herz wie ein Haus vorstellen. Es hat eine Tür, durch die du eintreten kannst,
und es hat Fenster, die das Licht in dein Herz hineinlassen. Ich möchte dich bitten, dass du die Tür öffnest und in dein Herz hineintrittst. Was kannst du dort sehen? Was kannst du in deinem Herzen fühlen? Es ist ein freundlicher Platz, in dem du dich wohlfühlst. Oder kannst du noch schmerzhafte Dinge in deinem Herzen erkennen? Vielleicht hängen sie wie Spinnengewebe in den Ecken oder sind ganz hinten in einer Schublade versteckt. Aber wir wollen es dem Herz jetzt leichter machen und ein bisschen aufräumen. Ich möchte dich bitten, dass du in die linke Ecke deines Herzens schaust. Bitte dein Herz, dir eine Person oder ein Ereignis zu zeigen, das dir einmal das Gefühl gegeben hat, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht ist es ein Ereignis von letzter Woche oder von deiner Kindheit. Erlaube deinem Herzen, dir eine Person oder ein Ereignis zu zeigen, das dir einmal das Gefühl vermittelt hat, dass du einfach nicht gut genug bist, dass du wertlos bist. Ich möchte dich bitten, dass du in die Beobachterperspektive gehst und nicht auf der Perspektive deiner Emotionen dir dieses Ereignis anschaust. Beobachte diese Person oder dieses Erlebnis. Kannst du spüren, wie es dich geprägt hat? Kannst du spüren, wie falsch es war? Wie unnötig es war? Dass es nicht zu dir gehört? Schau dieses Ereignis an und rufe in deine Erinnerung, dass du diese Erfahrung nicht mehr in deinem Leben brauchst. Du bist jetzt frei von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Du verstehst jetzt, dass dir nur jemand, der sich selber nicht gut fühlt, der sich selber klein und unwürdig fühlt, dir so ein Erlebnis weitergeben kann. Vielleicht kannst du Mitgefühl für diese Person finden. Vielleicht kannst du Mitgefühl für dich selbst finden. Du nimmst jetzt deine eigene Kraft und Macht in dein Herz zurück. Du dankst dem Erlebnis für das, was es dich gelehrt hat. Und du sagst Danke, aber ich brauche dich jetzt
nicht mehr. Ich lasse dich jetzt los. Und dann nimm dieses Ereignis oder diese Person in deine Hände und trage es aus deinem Herzen heraus. Dort findest du die Meister und Lehrer der Akasha-Chronik, die voller Freude und Liebe dich grüßen und dir helfen, diese Last loszulassen. Du kannst es ihnen einfach übergeben. Du brauchst nicht zu wissen, was sie damit tun oder wie sie dir helfen werden, es loszulassen. Das Einzige, was deine Aufgabe ist, ist, dass du die Bereitschaft hast, es loszulassen. Du machst das sehr schön. Du kannst spüren, wie mehr Licht in dein Herz hineinströmt. Du kannst deinen Wert jetzt einfach erkennen. Du bist wertvoll, deshalb bist du hier. Du bist wichtig. Und dann gehen wir zurück ins Herz. Und wir wenden uns diesmal zu der rechten Seite deines Herzens. Hier möchte ich dich bitten, dass du dir dein Herz anschaust und es bittest, dir zu zeigen, ob du noch irgendeine Person oder ein Ereignis in deinem Herzen trägst, es dir einmal das Gefühl gegeben hat, dass du nicht geliebt bist. Erlaube deinem Herzen, dir zu zeigen, ob du noch an irgendetwas festhältst, das dir einmal das Gefühl gegeben hat, dass du nicht geliebt bist. Beobachte, wie dieses Ereignis oder diese Person dich geprägt hat. Wenn du tief in deinem Herzen den Glauben hast, dass du nicht liebenswert bist, dann unterstützt das Universum deinen Glauben und zeigt dir immer wieder Situationen und Personen, die dir das widerspiegeln, dass du nicht geliebt bist. Aber du brauchst es jetzt nicht mehr. Du weißt, dass du geliebt bist. Du bist liebenswürdig. Du bist es würdig, geliebt zu werden. Du liebst dich selbst. Du bist eine wunderbare Seele, voller Licht und voller Eleganz. Und ich liebe dich. Schau diese Person und dieses Ereignis noch einmal an. Danke dieser Person und diesem Ereignis. Es hat dich irgendetwas gelehrt. Und sag jetzt mit vollem Herzen,
mit großer Überzeugung. Ich brauche dich nicht mehr. Ich setze dich jetzt mit Liebe frei. Ich erkenne jetzt, dass ich total geliebt bin. Und nimm dieses Ereignis und diese Person aus deinem Herzen heraus und übergib es mit voller Freude den Meistern und Lehrern der Akasha-Chronik. Du spürst, wie erleichtert du bist in deinen Emotionen. Vielleicht spürst du es auch körperlich. Endlich kannst du diesen Zweifel loslassen, dass du nicht dazugehörst, dass du nicht würdig bist, dass du nicht geliebt bist. Du bist schön genug. Du bist gut genug, du bist geliebt. Das hast du sehr gut gemacht. Ganz tolle Arbeit. Und dann bitte ich dich, noch einmal in dein Herz hineinzutreten. Entspanne dich. Beobachte, wie viel sich schon in deinem Herzen verändert hat. Und bitte richte dich der Mitte deines Herzens zu. Ich möchte dich bitten, dass dein Herz dir etwas zeigt, das dir einmal das Gefühl gegeben hat, dass du von Gott oder dem Universum nicht unterstützt und getragen bist. Egal, ob es letzte Woche passiert ist oder in deiner Kindheit, schau dir das Ereignis und die Person bitte an. Beobachte es von der Beobachterperspektive. Und erkenne, dass es einfach nicht stimmt. Das Universum ist immer auf deiner Seite. Es liebt dich unendlich, deshalb gibt es dir immer, was du im Herzen trägst. Das Universum kann nur Ja sagen zu allem, was du in dir trägst. Du bist immer geliebt, unterstützt und getragen. Und wenn immer jemand anders dir das Gefühl gibt, dass du es nicht wert bist, geliebt zu sein, dann weißt du, dass diese Person von einem ganz niedrigen Selbstbewusstsein handelt. Sie brauchen dein Mitgefühl, aber nicht deine Zustimmung und deinen Schmerz. Ich möchte dich bitten, dass du auch diese Person und dieses Ereignis aus deinem Herzen herausträgst und außerhalb deines Herzens mit Liebe und Freude an die Akasha-Chronik abgibst. Du brauchst dir nicht darüber Gedanken machen, wie es versorgt wird, oder ob du noch irgendetwas tun musst, um deinen Wert zu erkennen. Du brauchst nur die Bereitschaft zu haben, nicht mehr das Opfer zu sein und jetzt in deine Selbstermächtigung zu kommen. Du bist
ein Kind Gottes, deshalb bist du hier. Sonst wärst du gar nicht hier. Das allein macht dich wertvoller als alles andere auf der Welt. Und du trägst diesen Wert jetzt in deinem Herzen. Und als Belohnung tut das Universum dir diesen Wert immer wieder zurückspiegeln. Du kannst dich gedanklich oder auch wortwörtlich gerne mal in deine eigenen Arme nehmen. Das hast du super gemacht. Hast toll an dir gearbeitet. Bitte nochmal tief durchatmen. Bedanke dich bei deinem Herzen, dass es all diese Dinge für so lange rumgetragen hat und immer für dich da ist. Bitte denk dran, dass du jederzeit wieder in dein Herz zurückgehen kannst mit dieser Meditation oder einer eigenen Meditation, um dein Herz aufzuräumen und alte Muster loszulassen, damit auch dein Licht ungehindert scheint. Langsam richte deine Aufmerksamkeit wieder auf dein Atem, auf das Einatmen und das Ausatmen. Beobachte, ob sich etwas bei dir verändert hat, ob du ruhiger geworden bist. Dann möchte ich dich bitten, dass du deine Energie in deine Fußsohlen laufen lässt, fließen lässt. Spüre deine Erdung zur Mutter Erde. Du bist im Hier und im Jetzt. Und dann leuchte deine Energie auf dein Herz und spüre, wie sehr du dich selbst liebst. Und dann lass deine Aufmerksamkeit zum 7. Chakra fließen. Und wenn du möchtest, auch schon zum 8. Chakra über deiner Krone. Und sag einfach mal nur Danke. Wenn du möchtest, kannst du dich strecken und recken. Und wann auch immer du bereit bist, wieder zu diesem Seminar zurück.